So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play OpenTTD mit mir Grau7. Ja, wir haben das letzte Mal ein bisschen Straßenfahrzeuge gebaut und man sieht jetzt ein Problem unserer Straßenfahrzeuge. Ihr seht das hier schon, da sind ein paar Staus und deswegen, also zum einen können wir hier sowieso was an der Straßenführung in der Stadt ein bisschen optimieren. Zum Beispiel die Straße brauchen wir nicht. Und die hier machen wir auch weg. Und dann kann ich hier dieses Stück ein bisschen länger ziehen und größer machen, was für uns relevant ist. Ich kann nämlich mehrere Straßenhaltestellen hintereinander bauen. Denn Gunfield ist mittlerweile mit 20 Straßenfahrzeugen eine gut frequentierte Stelle. Und das seht ihr dann jetzt auch. Die nutzen das jetzt auch, die fahren dann durch bis so weit wie es geht. Und so können da nicht zwei in eine Richtung, sondern direkt vier in eine Richtung halten. Was für uns natürlich wesentlich besser ist. Weil wir einfach so eine höhere Kapazität in dieser sehr zentralen Station haben. Und diese, ich sag mal, sehr alten Busse werden auch noch nicht sonderlich schnell be- und entladen. So, dann sehe ich hier ein Problem. Und zwar dieses ganze Konstrukt hier ist extrem langsam. Diese Umfahrungsmöglichkeit um den Bahnhof ist noch sehr, sehr langsam. Und deswegen bauen sich hier dann so nach und nach immer mehr Staus auf. Deswegen wir, glaube ich, hier ein weiteres Gleis mal anziehen sollten. Also eine Abfahrtmöglichkeit, die dann hier direkt den Zugang nach hier hinten hat. Und das impliziert, dass wir hier auch Wegpunkte drumherum bauen müssen. Für mich wird das Ganze interessant und vor allen Dingen wichtig, weil ich sehe schon die Probleme kommen, dass das Ganze sowieso nicht so richtig funktioniert und nicht so will, wie wir es wollen, und ich sehe es einfach schon kommen. Deswegen machen wir das Ganze hier jetzt schon mal. Machen hier. Diesen. Und dann gibt es hier eine Brücke, zack, die dann hier lang geht. Und dann kann ich gleich diese Straßenbrücke da ein bisschen verbessern. Kommt hier eine Brücke hin und dann kann sich das nämlich hier so schön nachher einreihen. So, jetzt habe ich das auch schon mit elektrifizierten Strecken gemacht, obwohl das da an der Stelle noch gar nicht notwendig ist. Weil da eh keine E-Züge fahren. Da fahren E-Züge. Ihr merkt das schon. ja. Ansonsten haben wir hier das. So simple Signale. Und hier auch. Bis wir dann hier das hier umrüsten. So. Und dann rüsten wir das hier auch noch um. So, und wenn ich das jetzt richtig sehe, jo, fangen die auch direkt schon an, das zu nutzen, dieses neue Gleis. Ich würde halt gerne direkt implizieren, dass wir hier diese Umfahrungsmöglichkeit um den Bahnhof dann damit wegmachen. Es hat einfach den Hintergrund, wenn wir das nämlich so weiter durchziehen, werden die immer wieder da lang fahren. Deswegen wäre es halt sinnvoll zu sagen, okay, wir haben hier von hier aus auch die Möglichkeit, auf dieses Gleis zu kommen. Das müssten wir nur noch einrichten und dann brauche ich hier diese Umfahrungsmöglichkeit an der Stelle gar nicht mehr. Ja. Das ist so erstmal der Plan. Ich lasse sie aber jetzt erstmal hier durchrattern, dass wir hier ein bisschen Platz kriegen. Weil hier produziere ich sonst einfach nur noch Stau ohne
Ende. Ihr seht das, dass ja wirklich viel Stau produziert wird, weil hier einfach viel los ist auf der Strecke. Und das würde ich halt gerne ein bisschen ausmerzen, dass wir hier diese Staus rückgebaut kriegen. Dass wir hier mit solchen Umfahrungsmöglichkeiten, die wir damit einrichten, denke ich, ganz gute Ergebnisse erzielen. So, und ich sehe das jetzt mal einfach so, dass man im Endeffekt... Theoretisch kann ich das Ganze hier lang ziehen. Also hier irgendwie und dann über den Gleis hier rüber und dann da. Ich glaube, das machen wir am besten auch so. Dass das hier quasi so ist, dass man dann... sagen wir von hier aus da entlang kann und sich dann dieses Gleis hier schnappt. Und die dann hier hingehen können und diesen machen. Ja. So haben wir das doch gerne. Jetzt kann ich nämlich hier das umwandeln und das hier umwandeln. Und jetzt gibt es auf jeden Fall zwei Wege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da könnte eins hin, ausprobieren. Ja, jetzt sehe ich auch, warum das hier nicht geklappt hat vorhin. Zack. Hier sind die Signalblöcke nämlich wesentlich länger. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Deswegen machen wir das hier jetzt mal so und hier muss am Ende so ein Signal hin, damit das hinkommt. Ach, das kommt alles irgendwie nicht so ganz hin. Machen wir das doch so, kommt es für mich jetzt tatsächlich hin. Nicht nur irgendwie so halb. Gucken wir mal hier, dass das hier auch stimmt. Ja, ich denke, das passt so. Das hier auf jeden Fall weg. Ja, ich denke, damit habe ich jetzt hier auch schon mal eins der Hauptprobleme weitestgehend gelöst. Also wir kriegen mittlerweile echt Probleme mit dem Verkehr, weil sind jetzt bei 127 Zügen. Wie viele Straßen? 18.000 Schienenstücke und 2.000 Straßenstücke schon. Alter Schwede. Ja, aber sehr viel. Also 18.000 Schienenstücke ist schon viel. Schon eine Hausnummer. Ne? Finde ich jetzt. So. Hier hat man halt noch das Problem, dass das Ganze hier dann durch diese Überkreuzungen auch noch verlangsamt wird. Das seht ihr hier ja, wie das läuft. Jetzt fährt der auch noch erst und dann fährt gleich erst der und dann... Na. Und hier bildet sich jetzt natürlich auch ein kleiner Rückstau, weil die sich hier alle nach und nach einreihen. Hier kommen jetzt Holzzüge entlang und hier ist noch gar nichts entlang gefahren. Wie das aussieht. Ich denke, wir müssten hier diese Anbindung mal komplett überdenken. Also gerade was die Bahnhofsanbindung da angeht, das gefällt mir so irgendwie überhaupt nicht. Zumal hier dieses Kreuz jetzt total merkwürdig aussieht. Ich denke, da müssen wir uns mal was überdenken. Ich habe mir übrigens hier mal einen kleinen Platz reserviert. Wer ein bisschen nachdenken kann, kann sich überlegen, warum dieser Platz so groß ist. Also könnt ihr euch ja mal überlegen, was da hinkommt. Das ist ja schon wieder Rückstau. Also das Kreuz hat ein großes Problem. Dieser Signalblock ist zu lang. Viel zu lang. Der produziert Staus ohne Ende. Das Kreuz an sich ist zwar ziemlich cool, weil es sehr einfach gehalten ist.
also das Grundkreuz, wenn man jetzt mal von unseren beiden Modifikationen gerade absieht. Aber wir haben jetzt halt hier auch das Problem mit dem Rückfahrgleis, ne? Das macht echt schon Probleme, also wenn hier halt auch diese zwei kleinen Signalblöcke halt sind. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Kreuz. Also es sieht cool aus, aber ich bin einfach nicht zufrieden. Diese Anwendung könnte ich mal eben umbauen, fällt mir gerade mal ein. Muss ja jetzt gar nicht mehr so krass aussehen. Ich kann jetzt hier geradliniger lang gehen. Und zwar hier dann auch etwas geradliniger. Worten machen, die so viel Platz verschlingen. So. Und hier bitte auch. Und ja, das passt. Ja. Nicht so optimal. Also ich denke, wir sollten hier wirklich eine globale Umfahrungsmöglichkeit bieten, die hier irgendwie entlang geht. Ja, super, jetzt habe ich da genau die Straße auf den Platz gesetzt, wo das passen könnte. Und diesen Bahnhof, sage ich mal, nur noch sekundär anbinden. Oh, der. Wir verlegen das Hauptsägewerk. Das heißt, wir nehmen uns ein anderes Sägewerk und behaupten, das wäre unser Hauptsägewerk gewesen. So, dann hätten wir auch natürlich mehr Distanz teilweise zum Transportieren. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Methode. Jetzt mal hier so überlege, aber über dieses Kreuz sehe ich, dass das hier auf jeden Fall machbar ist. Also so, dass man dann hier weiter hoch geht und hier irgendwie eine Einigung einbaut. Quasi so. Das wäre durchaus möglich. Also so hätte ich eine sehr simple Methode, von da aus nach rechts zu kommen, die ein ganz einfaches Gleis jetzt darstellt. Und dann kann ich mir nämlich hier dieses Rechtsabbiegen auch erstmal sparen. Außer da müssen Holzzüge hin. Ja, das ist doch doof. Ich glaube, wir verlegen den Holzbahnhof. Der ist zwar hier eigentlich ziemlich cool gelegen, aber wir haben hier einfach zu viel Fluktuation drin. Und der Warentransport von da bis da lohnt sich einfach nicht. Wo hätten wir denn hier mal noch ein schönes Sägewerk? Also ich habe hier eins gesehen, aber das ist ein bisschen sehr weit ab vom Schuss. Also ich meine nicht ab vom Schuss mit, okay, das ist halt einfach weit weg. Nee, das ist ja in erster Linie gut. Schlimm finde ich daran eher, dass das so weit entfernt ist, dass ich da sehr viel Strecke hinbauen müsste. Also hier, das würde sich eher anbieten. Weil das ist recht nah noch an der Strecke dran, die wir da haben. Ich sehe dann aber schon hier, der muss andersrum angebunden werden. Es muss einiges andersrum gemacht werden. Weil hier im Moment von beiden Seiten welche reinkommen. Da wäre es vielleicht echt besser. Ich nehme das hier unten, weil das liegt hier an dieser Passagierstrecke. Oh nee, die will ich ja jetzt nicht unbedingt einbinden. Ich
würde eher hier eine Abzweigung machen und eine Parallelstrecke aufziehen und die dann hier runterziehen. Weil das einfach besser ist, anstatt irgendeinen Schwachsinn mehr zu bauen. Gut, Schwachsinn bauen wir ja sowieso die ganze Zeit, aber... Jetzt lass mich mal überlegen. Also ich könnte natürlich auch hier einfach eine Abzweigung reinbasteln. Man hier auf dieses Gleis wechseln kann. Man kann nämlich ja hier auch in die andere Richtung wechseln. Das wir nur hier in diesem Ballungsgebiet Ganfield auf jeden Fall getrennt haben. Und dann könnte ich von da aus hier runter, aber dann würden hier extremst viele Züge durchfahren. Durch diese kleinen Ortschaften. Aber wenn man mal überlegt, wie viele haben wir denen mittlerweile zugewiesen? 28. 28 Züge alleine, die da hinfahren. Ja, ich würde sagen, wir nehmen erstmal dieses Umfahrungsgleis hier in Betrieb. Weil das erscheint mir doch irgendwie sinnvoll. Wenn ich jetzt mal sage, was wir dies hier tun. Kurz diese Brücke da transparent schalten, denn da ist ein Signal drunter. Das kommt nämlich weg. So, wir haben da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann stellen wir da eins hin, dann kommt hier eins hin und von da aus kann ich in den 6er-Takt gehen. Sehr schön. Also die ersten Züge, die dann jetzt da lang fahren, die dürften dann gleich hier sich auch abspalten. Dann würden die schon mal nicht mehr hier lang fahren. Mal? Ne, der will auch woanders lang. Weil das wäre ja auf jeden Fall interessant, dass man hier nach rechts hin einiges schon mal abspalten kann. Es wären hier ein paar Züge und hier unten die beiden, ne, die Erzzüge fahren da sowieso nicht lang. Es wären eigentlich gar nicht so viele, das wären die drei Bauernhöfe, sechs Züge, wenn ich das richtig sehe. Ja. Sechs Züge, die wir jetzt aussparen, die fahren alle dann über dieses Einfachgleis. So, und dann will ich eigentlich die Umfahrung hier jetzt mal abbauen. Kann ich das? Machen wir das mal gerade. So. Jetzt müssen die Züge, die alle von da kommen und hier entlang wollen, über diese neue Strecke fahren. Sie müssen. Sie können nicht mehr die Umfahrung nutzen. So, und die wir hier haben, brauchen die ja sowieso nicht nutzen. Dann brauchen wir nämlich das hier alles nicht mehr. Sondern gehen jetzt einfach nur noch hier entlang und machen na, so da eine Brücke hin, die dann hier rein mündet. Und damit habe ich es dann erstmal vereinfacht, grundlegend. Ja. Damit können nämlich die Warenzüge auch erstmal nur in diese Richtung wieder. Was ja auch okay ist. Das finde ich okay, ja. Von hier aus, die können dann nur noch da lang. Und was ich jetzt noch einrichten ist, es muss von da aus nach da eine Linie kommen, die nicht hier umfährt. Könnte ja eigentlich auch über die hier geschehen. Ich meine, man könnte da sowas Krankes machen wie das hier. Aber das wäre schon ziemlich bescheuert. Ich meine, hier so gucke, das passt nicht so ganz. Also man könnte da was auf die Beine stellen. Dass man quasi hier so einen ganz kranken Kram macht. Was hier? Und
das. Ja, was ganz Beknacktes. Dann kann dieses Signal dann nämlich weg und dann kann hier eins hin und dann sind wir erstmal wieder durch. Dann kann das nämlich dahin und dahin. Und dann kann ich mir hier diese geile Umfahrung gleich auch sparen. Das ist ein Stahlzug, der will nach hier links abbiegen. Er biegt gleich hier über diese Strecke nach links ab. Weil die Umfahrung ist jetzt entfernt. Die gibt es jetzt nicht mehr. So, das heißt, der Warnzug muss sowieso. Aber damit habe ich hier diese Umfahrung um diesen Bahnhof erstmal rausgeschnitten. Der komplette Verkehr des Systems da geht woanders lang. Der nicht zu dem Bahnhof will. Der geht alles über dieses neue Gleis, was dann hier abzweigen kann. Gut, optimal ist das natürlich auch noch nicht, aber ich denke, ich habe damit jetzt erstmal schon mal wieder ein Stauproblem gelöst. Was ich jetzt hier noch sehe, sind ein paar lange Signalblöcke. Der ist zum Beispiel sehr lang. Da könnte hier ein neues Signal hin und da ein neues Signal hin. Genau. Damit ist diese ganze Signalblocklänge da verkürzt. Hier haben wir hier einen sehr langen Signalblock, wie das aussieht. Jo. Der könnte auch verkürzt werden. Könnte man den verkürzen. Die Frage, also hier ist er auf jeden Fall schon abgekürzt, sodass es so gut wie nur möglich läuft. So, und hier die muscheln sich da jetzt auf jeden Fall auch durch. Nur hier entsteht noch ein massiver Rückstau. So, der muss jetzt natürlich hier ein bisschen warten. Jetzt erzeuge ich hier einen kleinen Backlog. Ist alles irgendwie nicht so ganz perfekt. Besser wäre wahrscheinlich noch, ich würde hier eine Abspaltung machen, die darüber gehen würde. Geht das? Hey, jetzt hat man gerade im Hintergrund meinen Laptop gehört. Was man eben einfach so neu startet, warum auch immer. Ich denke, den müssen wir auch dann hier niedriger machen. Muss da der neue Tunnel hin? Das hier muss das neue Bereichsdingsbums da sein. Genau, und jetzt kann das weg und ich kann das so machen. Und dann so bauen. Dann könnte ich nämlich hier das Abzweigungsgleis schon vorher machen, dass sich die Züge da vorher schon dran vorbeimogeln können. Was ja auch ganz cool wäre, denke ich. Und wenn ich das so mache, können die nicht mehr wenden. Ja, ich würde sagen, mit dem Kreuz müssen wir nochmal gucken, ob wir da vielleicht eine bessere Variante finden. Ansonsten war es das erstmal wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer K7.